Eine Sammlung von Lesungen über das Wort des allmächtigen Gottes. Die innere Wahrheit des Werkes der Eroberung 2. Früher habt ihr es angestrebt, als Könige zu herrschen, und heute habt ihr noch nicht völlig davon abgelassen. Ihr möchtet noch immer als Könige herrschen, um die Himmel hochzuhalten und die Erde zu stützen. Betrachte nun diese Frage: Besitzt du diese Qualifikationen? Ist das nicht vollkommen widersinnig von dir? Ist denn das, wonach ihr sucht und dem ihr eure Aufmerksamkeit widmet, realistisch? Ihr verfügt noch nicht einmal über normale Menschlichkeit. Ist das nicht erbärmlich? Deshalb rede ich heute nur davon, erobert zu werden, Zeugnis abzulegen, euer Kaliber zu verbessern und den Weg zu betreten, um perfektioniert zu werden. Und ich spreche von nichts anderem. Manche Menschen sind der unverfälschten Wahrheit überdrüssig. Und wenn sie all diese Gespräche über normale Menschlichkeit und Verbesserung des menschlichen Kalibers sehen, sind sie abgeneigt. Es ist nicht einfach, jene zu perfektionieren, die die Wahrheit nicht lieben. Sofern ihr heute eintretet und Schritt für Schritt nach dem Willen Gottes handelt, könntest du dann eliminiert werden? Nachdem Gott auf dem Festland China so viel Werk vollbracht hat, Werk von so großem Ausmaß, und nachdem er so viele Worte gesprochen hat, könnte er da auf halbem Wege aufgeben? Könnte er die Menschen in den bodenlosen Abgrund hinabführen? Heute ist der entscheidende Punkt, dass ihr das Wesen der Menschen kennen müsst und wissen müsst, worin ihr eintreten sollt. Du musst über den Lebenseintritt sprechen und die Veränderungen der Disposition, wie man tatsächlich erobert wird und wie man Gott völlig gehorcht, wie man für Gott ein endgültiges Zeugnis ablegt und Gehorsamkeit bis in den Tod erlangt. Du musst dich auf diese Dinge konzentrieren und das, was nicht realistisch oder wichtig ist, muss zunächst beiseite gelegt werden und unbeachtet bleiben. Heute sollte dir bewusst sein, wie man erobert werden kann und wie sich die Menschen nach ihrer Eroberung verhalten. Du magst vielleicht sagen, dass du erobert worden bist, aber kannst du bis in den Tod gehorsam sein? Du musst bis ganz zum Ende folgen können, unabhängig davon, ob es irgendwelche Perspektiven gibt, und ungeachtet des Umfelds darfst du deinen Glauben an Gott nicht verlieren. Am Ende musst du zwei Aspekte des Zeugnisses erreichen: das Zeugnis Hiobs, Gehorsamkeit bis zum Tode, und das Zeugnis Petrus, die höchste Liebe zu Gott. In einer Hinsicht musst du wie Hiob sein. Er verlor alle materiellen Besitztümer und wurde von fleischlichem Schmerz heimgesucht. Dennoch gab er den Namen Jehovas nicht auf. Das war Hiobs Zeugnis. Petrus war in der Lage, Gott bis in den Tod zu lieben. Als er ans Kreuz kam und seinem Tod entgegensah, liebte er Gott noch immer. Er dachte nicht an seine eigenen Aussichten oder verfolgte schöne Hoffnungen oder außergewöhnliche Überlegungen. Und er suchte nur danach, Gott zu lieben und sich allen Anordnungen Gottes zu fügen. Diesen Maßstab musst du erreichen, bevor erachtet werden kann, dass du Zeugnis abgelegt hast, bevor du zu jemandem werden kannst, der nach seiner Eroberung perfektioniert wurde.
Wenn heute die Menschen wirklich ihr eigenes Wesen und ihren Status kennen würden, suchten sie dann noch immer nach Aussichten und Hoffnungen? Du solltest Folgendes wissen. Ich muss Gott folgen, unabhängig davon, ob Gott mich perfektioniert. Alles, was er jetzt tut, ist gut und wird für mein Wohl getan. Und damit unsere Disposition sich verändern kann und wir uns von Satans Einfluss befreien können, um uns zu ermöglichen, im Land des Schmutzes geboren zu sein und uns trotzdem von der Unreinheit zu befreien, den Schmutz und den Einfluss Satans abzuschütteln und ihn hinter uns zu lassen. Das wird natürlich von dir erwartet, aber für Gott ist es lediglich Eroberung, vollbracht, damit die Menschen die Entschiedenheit zum Gehorsam haben und sich allen Orchestrierungen Gottes unterwerfen können. Auf diese Weise werden die Dinge erreicht werden. Heute sind die meisten Menschen bereits erobert worden, aber in ihnen gibt es noch immer vieles, das rebellisch und ungehorsam ist. Die wahre geistliche Größe der Menschen ist immer noch zu gering und sie können erst dann voller Lebenskraft sein, wenn es Aussichten und Hoffnungen gibt. Fehlen ihnen Hoffnungen und Aussichten, dann werden sie negativ und denken sogar daran, Gott zu verlassen. Die Menschen haben zudem kein großes Verlangen, danach zu suchen, eine normale Menschlichkeit auszuleben. Das ist inakzeptabel. Deshalb muss ich weiterhin von der Eroberung sprechen. Die Perfektionierung erfolgt tatsächlich zeitgleich mit der Eroberung. Während du erobert wirst, werden auch die ersten Wirkungen zur Perfektionierung erlangt. Wenn zwischen erobert werden und perfektioniert werden ein Unterschied vorliegt, dann entspricht es dem Ausmaß an Veränderung in den Menschen. Das Erobertwerden ist der erste Schritt auf dem Weg zur Perfektionierung und bedeutet nicht, dass sie vollständig perfektioniert worden sind, noch beweist es, dass sie gänzlich von Gott gewonnen worden sind. Nachdem die Menschen erobert worden sind, gibt es gewisse Veränderungen in ihrer Disposition. Aber in jenen Menschen, die von Gott vollständig gewonnen worden sind, sind diese Veränderungen bei weitem zu gering. Was heute getan wird, ist das anfängliche Werk, Menschen zu perfektionieren, sie zu erobern. Und schaffst du es nicht, erobert zu werden, dann wird es dir unmöglich sein, von Gott perfektioniert und vollkommen gewonnen zu werden. Du wirst nur ein paar Worte der Züchtigung und des Gerichts erlangen, aber sie werden dein Herz nicht vollkommen verändern können. Deswegen wirst du zu denen gehören, die beseitigt werden. Das wird nicht anders sein, als auf ein üppiges Festmahl auf dem Tisch zu blicken, aber nicht davon zu essen. Ist das nicht ein tragisches Szenario für dich? Und deswegen musst du nach Veränderungen suchen. Ob es nun Eroberung oder Perfektionierung ist, beides hängt damit zusammen, ob es in dir Veränderungen gibt und ob du gehorsam bist oder nicht. Und das wiederum entscheidet, ob du von Gott gewonnen werden kannst oder nicht. Wisse, dass die Eroberung und die Perfektionierung einfach von dem Ausmaß der Veränderung und Gehorsamkeit abhängt, sowie davon, wie rein deine Liebe zu Gott ist. Was heute verlangt wird, ist, dass du vollkommen perfektioniert werden kannst. Aber anfangs musst du erobert werden. Du musst ausreichendes Wissen von Gottes Züchtigung und Gericht haben, musst den Glauben haben zu folgen und jemand sein, der nach Veränderung und Gotteskenntnis sucht. Nur dann wirst du zu einem Menschen werden, der danach strebt, perfektioniert zu werden.
Ihr solltet verstehen, dass ihr während der Perfektionierung erobert und während der Eroberung perfektioniert werdet. Heute kannst du danach streben, perfektioniert zu werden oder Veränderungen in deiner äußerlichen Menschlichkeit und eine Verbesserung deines Kalibers suchen. Aber von wesentlicher Bedeutung ist dein Verständnis davon, dass alles, was Gott heute vollbringt, Bedeutung hat und von Nutzen ist. Es ermöglicht dir, der du in einem Land des Schmutzes geboren bist, dem Schmutz zu entkommen und ihn abzuschütteln. Es ermöglicht dir, den Einfluss Satans zu überwinden und die dunkle Beeinflussung Satans hinter dir zu lassen. Indem du dich auf diese Dinge konzentrierst, bist du in diesem Land des Schmutzes beschützt. Welches Zeugnis wird von dir letztendlich verlangt? Du bist in einem Land des Schmutzes geboren, bist aber in der Lage, heilig zu werden, um nie wieder von Schmutz besudelt zu sein, um unter der Domäne Satans zu leben, Satans Einfluss jedoch loszuwerden, von Satan weder eingenommen noch belästigt zu werden und in den Händen des Allmächtigen zu leben. Das ist das Zeugnis und der Siegesbeweis in der Schlacht mit Satan. Du bist in der Lage, Satan zu verlassen. Was du auslebst, weist keine Dispositionen Satans mehr auf. Stattdessen lebst du das aus, was Gott vom Menschen zu erreichen verlangte, als er den Menschen schuf. Normale Menschlichkeit, normale Vernunft, normale Einsicht, normale Entschlossenheit, um Gott zu lieben und Ergebenheit Gott gegenüber. Ein solches Zeugnis legt ein Geschöpf Gottes ab. Du sagst, wir sind in einem Land des Schmutzes geboren, doch wegen Gottes Schutz, wegen seiner Führerschaft und weil er uns erobert hat, haben wir uns von dem Einfluss Satans befreit. Dass wir heute gehorchen können, ist auch die Auswirkung unserer Eroberung durch Gott. Und nicht, weil wir gut sind oder von Natur aus Gott lieben. Der Grund dafür, dass wir heute erobert worden sind, in der Lage sind, für ihn Zeugnis abzulegen und ihm dienen können, ist, dass Gott uns auserwählt und vorherbestimmt hat. Außerdem ist der Grund dafür, dass wir gerettet und aus Satans Domäne befreit worden sind und den Schmutz hinter uns lassen können und im Land des großen roten Drachen gereinigt werden können, dass er uns auserwählt und beschützt hat. Zusätzlich wird das, was du äußerlich auslebst, zeigen, dass du im Besitz von normaler Menschlichkeit bist. Du sprichst mit Vernunft und lebst das Abbild eines normalen Menschen aus. Wenn andere dich sehen, solltest du ihnen keinen Anlass geben, zu sagen, ist das nicht das Abbild des großen roten Drachen? Das Benehmen der Schwestern ziemt sich nicht für eine Schwester. Das Benehmen der Brüder ziemt sich nicht für einen Bruder. Und sie haben nichts von der Anständigkeit der Heiligen. Daraufhin würden die Leute sagen, kein Wunder, dass Gott sagte, sie seien die Nachkommen Moabs. Er hatte vollkommen recht. Wenn die Menschen euch ansehen und sagen, obwohl Gott sagte, dass ihr die Nachkommen Moabs seid, hat das, was ihr auslebt, bewiesen, dass ihr den Einfluss Satans hinter euch gelassen habt. Obwohl diese Dinge noch immer in euch sind, seid ihr imstande, ihnen den Rücken zuzukehren. Das zeigt, dass ihr vollkommen erobert wurdet. Ihr, die ihr erobert und gerettet seid, werdet sagen, es ist wahr, dass wir die Nachkommen Moabs sind, aber Gott hat uns gerettet. Und obwohl die Nachkommen Moabs damals verlassen und verflucht und vom Volk Israel ins Exil zu den Heiden geschickt wurden,
hat Gott uns heute gerettet. Es stimmt, dass wir die verdorbensten aller Menschen sind. Das war von Gott so verfügt. Es ist eine Tatsache und niemand kann das leugnen. Aber heute sind wir diesem Einfluss entkommen. Wir verabscheuen unseren Vorfahren. Wir sind gewillt, unserem Vorfahren den Rücken zu kehren, ihn gänzlich zu verlassen und alle Anordnungen Gottes zu befolgen, nach Gottes Willen zu handeln und seine Anforderungen an uns zu erfüllen und die Zufriedenstellung von Gottes Willen zu erreichen. Moab verriet Gott, er handelte nicht nach Gottes Willen und er wurde von Gott gehasst. Aber wir sollten uns um Gottes Herz kümmern. Und heute, da wir den Willen Gottes verstehen, können wir Gott nicht verraten und müssen unserem alten Vorfahren abschwören. Zuvor hatte ich darüber gesprochen, dem großen roten Drachen abzuschwören. Und heute geht es hauptsächlich darum, dem alten Vorfahren der Menschen abzuschwören. Das ist ein Zeugnis von der Eroberung der Menschen und unabhängig davon, wie du heute eintrittst, darf dein Zeugnis in diesem Bereich nicht mangelhaft sein. Das Kaliber der Menschen ist zu gering. Ihnen mangelt es zu sehr an normaler Menschlichkeit. Ihre Reaktionen sind zu langsam, zu träge. Die Verderbtheit Satans hat sie taub und stumpfsinnig gemacht. Und obwohl sie sich in einem Jahr oder in 2 Jahren nicht vollständig verändern können, müssen sie entschlossen sein, zu kooperieren. Man kann sagen, dass dies auch ein Zeugnis vor Satan ist. Das Zeugnis von heute ist der Effekt, der durch das gegenwärtige Eroberungswerk erreicht wurde, wie auch ein Beispiel und Modell für die Anhänger der Zukunft. Es wird in der Zukunft an alle Nationen weitergegeben werden. Das Werk, das in China vollbracht wird, wird an alle Nationen verbreitet. Die Nachkommen Moabs sind die niedrigsten aller Menschen auf Erden. Einige Leute fragen, sind nicht die Nachkommen von Ham die niedrigsten von allen? Die repräsentative Bedeutung der Nachkommenschaft des großen roten Drachen und der Nachkommen von Ham unterscheiden sich. Und die Nachkommen von Ham sind ein anderes Thema. Unabhängig davon, wie sie verflucht sind sie dennoch die Nachkommen Noahs. Währenddessen waren die Ursprünge Moabs nicht rein. Moab entsprang der Unzucht und darin liegt der Unterschied. Obwohl beide verflucht wurden, war ihr Status nicht derselbe und deshalb sind die Nachkommen Moabs die niedersten aller Menschen. Und keine Tatsache könnte überzeugender sein als die Eroberung der niedersten aller Menschen. Das Werk der letzten Tage bricht mit allen Regeln und ungeachtet dessen, ob du verflucht oder bestraft wirst, solange du meinem Werk hilfst und dem heutigen Eroberungswerk von Nutzen bist und ungeachtet dessen, ob du ein Nachkomme Moabs oder ein Abkömmling des großen roten Drachen bist, solange du in dieser Phase des Werks die Pflicht von einem Geschöpf Gottes erfüllst und dein Bestes gibst, wird die nötige Wirkung erreicht werden. Du bist der Abkömmling des großen roten Drachen und du bist ein Nachkomme Moabs. Kurz gesagt, alle, die aus Fleisch und Blut sind, sind die Schöpfung Gottes und wurden vom Schöpfer gemacht. Du bist ein Geschöpf Gottes. Du sollst keine Wahl haben, und das ist deine Pflicht. Natürlich richtet sich heute Gottes Werk an das gesamte Universum. Ungeachtet dessen, von wem du abstammst, in erster Linie bist du eines von Gottes Geschöpfen. Ihr, die Nachkommen Moabs,
gehört zu den Geschöpfen Gottes, wobei der einzige Unterschied darin besteht, dass ihr von geringerem Wert seid. Heute, da Gottes Werk unter allen Geschöpfen ausgeführt wird und an das gesamte Universum gerichtet ist, steht es dem Schöpfer frei, beliebige Menschen, Ereignisse oder Dinge auszuwählen, um sein Werk zu vollbringen. Es kümmert ihn nicht, wessen Nachkomme du früher warst. Solange du eines seiner Geschöpfe bist und solange du seinem Werk nützlich bist, dem Werk der Eroberung und des Zeugnisses, wird er ohne Zögern sein Werk in dir ausführen. Das zerschmettert die traditionellen Auffassungen der Menschen, die lauten, dass Gott niemals unter den Heiden wirken wird, insbesondere nicht unter jenen, die verflucht wurden und niedrig sind. Was jene betrifft, die verflucht wurden, so werden auch sämtliche zukünftige Generationen, die von ihnen abstammen, für immer verflucht sein, ohne jemals eine Chance auf Errettung. Gott wird niemals herabkommen und in einem heidnischen Land wirken und wird niemals seinen Fuß in ein Land des Schmutzes setzen, denn er ist heilig. All diese Vorstellungen sind durch Gottes Werk in den letzten Tagen zerschlagen worden. Wisse, dass Gott der Gott aller Geschöpfe ist. Er hat die Herrschaft über die Himmel und die Erde sowie alle Dinge und ist nicht nur der Gott des Volks Israel. Deshalb ist dieses Werk in China von größter Wichtigkeit. Und wird es nicht an alle Nationen verbreitet werden? Das großartige Zeugnis der Zukunft wird sich nicht nur auf China beschränken. Wenn Gott nur euch erobern würde, könnten dann die Dämonen überzeugt werden? Sie verstehen die Eroberung nicht oder die große Kraft Gottes. Und nur wenn Gottes auserwähltes Volk überall im Universum die endgültigen Auswirkungen dieses Werkes sieht, werden alle Geschöpfe erobert sein. Niemand ist rückständiger oder verdorbener als die Nachkommen Moabs. Nur wenn diese Menschen erobert werden können, sie, die am meisten verdorben sind und Gott nicht anerkannten oder nicht glaubten, dass es einen Gott gibt, erobert werden und mit ihren Mündern Gott anerkennen, ihn preisen und in der Lage sind, ihn zu lieben, wird dies das Zeugnis der Eroberung sein. Obwohl ihr nicht Petrus seid, lebt ihr das Abbild von Petrus aus. Ihr seid in der Lage, das Zeugnis von Petrus und das von Hiob zu besitzen. Und dies ist das größte Zeugnis. Letztendlich wirst du sagen, wir sind nicht die Israeliten, sondern die verlassenen Nachkommen Moabs. Wir sind nicht Petrus, zu dessen geistlicher Größe wir unfähig sind, noch sind wir Hiob. Und wir können uns noch nicht einmal mit der Entschlossenheit von Paulus vergleichen, um für Gott zu leiden und sich Gott hinzugeben. Und wir sind so rückständig und sind daher nicht berufen, die Segnungen Gottes zu genießen. Dennoch hat uns Gott heute erhöht. Somit müssen wir Gott zufriedenstellen. Und auch wenn unser Kaliber oder unsere Qualifikationen zu unzureichend sind, sind wir gewillt, Gott zufriedenzustellen. Wir haben diese Entschlossenheit. Wir sind die Nachkommen Moabs und wir wurden verflucht. Das wurde von Gott verfügt und wir sind nicht in der Lage, das zu ändern. Aber unser Ausleben und unser Wissen können sich ändern und wir sind entschlossen, Gott zufriedenzustellen. Wenn du diese Entschlossenheit hast, wird das beweisen, dass du Zeugnis dafür abgelegt hast, erobert worden zu sein.